Jo, jo, jo! Jo, jo, jo! Und der Pop! Ja, und der Biff. Ja, und der Bob. Guardian of Light und? Und Lara Croft. Oh, heute mal andersrum. Ja, warum denn nicht? Ja, und Bob. Ja, gut, da sind wir ja wieder. Richtig. Also, wir haben ja beim letzten Mal diese Spinnengruft absolut durchgeregelt. Wir haben auch herausgefunden, dieser Flammenwerfer ist die Punktemaschine vor dem Herrn. Und leider vergesse ich immer, weil ich nicht. Aber das gut. Problem ist leider auch, wenn man oft abstürzt, dann verliert man auch eine Menge Punkte. Ja. Wir müssen hier theoretisch 290.000 Punkte holen. Davon sind wir beide momentan noch ein bisschen entfernt. Also einer müsste jetzt mal darüber springen. Habe ich gemacht. So, wenn ich hier runtergehe, habe ich aber ein bisschen. Das müsste noch reichen. Nein, ich bin noch schwer genug, Mann. Okay, dann geh weiter. Du bist ja schwer genug. Oh, da ist die Tarantula, Mann. Oh, du hast sie entdeckt, Mann. Hol den Flammenwerfer raus. Habe ich schon. Ich hol ihn auch raus. Hier wird gebrutzelt. Der macht gar keine. Aua! Flarantula! Warum auf mich Flarantula? Warum spielen wir denn auch schwer? Jojojo! Ich hab 3000 schon. Wow! Alter, ich hab gerade die Tarantula-Pam des Todes. Keine Sorge, ich bin da. Guck mal, ich hab das doch. Ja, ich hab das doch. Leg das Geld schon fast weg. Komm, so eine Minispinne ist wirklich tot, Mann. Ja, Mann, also es war. Was ist denn mit Bob? Ja, aber ich glaube, wir haben Flarantula jetzt getötet, oder? Besiegen Sie die Königin. Also wir haben die 4 Minuten nicht und das Ass nicht. Aber ganz ehrlich, das Ass ist auch mega rigged. Das schaffst du oder du schaffst es nicht. Ja, und du das hast nur einen Versuch. Ja, das finde ich ein bisschen rigged, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Wie kommen wir jetzt zur Brücke am schnellsten? Hätten wir da runtergehen müssen? Natürlich, wir haben die Brücke aufgefahren. Jetzt hören wir auf, dich da zu rollen, Mann. Was soll das denn? Guck mal, weißt du, wie unbequem das ist, so eine Steintreppe sich runter zu rollen? Oh, hier will ich nicht vor dir rüber. Ja, ich bin schon dran. Ja, aber hier geht doch jetzt Sperro und jetzt kommen Gegner. Nein. Ach so, ja, nicht Gegner, sondern. Da, Seil! Und jetzt? Jetzt läufst du da hoch. Ich leg eine Bombe. Ja, dann schnell. Ja, hier ist Seil! Hast du mich verarscht? Ja, dann lauf doch zurück. Ja, das ist Seil! Ja, das ist doch. Oh, war das gut? Ja, lauf! Ich höre mich hier ran hängen. Das war. Das. Wir sind. Actually, ziemlich wir smart. Sind, Alter. Was denn los, Alter? Die Gruft zerstört. Weißt du. Boah, plötzlich hatten wir alle wieder mega tiefe Stimmen. Sei! Wir haben überhaupt nicht genügend Punkte. Nee, aber wir haben tatsächlich die Schädel abgesagt. Ganz ehrlich, eine Schnellfolge, wer brauche ich nicht? Nein, wir haben richtig durch. Das wäre geil, glaube ich. Und 2 Pfeile von Tetscha Blocker wäre auch ziemlich stark gewesen. Hä? Das ist so ein neues Fallout Pale World. In 4 Minuten. 2 Pfeile von. Ja, was auch immer. Ja, was für die hätten wir kriegen können? Wo siehst du das? Ach, da! Ja, die Punkte. Ja, schwierig. Ich glaube, das hätte man dieses Laufrätsel mechanisch vom Laufen besser gemacht. Ja. Hätte ich wohl eher hinbekommen. Ja, was immer du sagst, Bob. Ich glaub dir das, weil du Bob bist. Ja, glaubst du nicht, aber nächstes Mal läufst du selbst. Ja, siehst du selbst, Mann, das läuft nicht. Ja, läuft schon. Oh, guck mal da. Wer ist denn er? Wer ist er denn? Und was macht Kogma da? Ach nee, ist ein T-Rex. Ja, du, wir werden es nicht erfahren, Mann. Also wir sind jetzt raus aus der Spinnengruft. Aber es ist nichts passiert. Wir brauchen noch nur ganz wenig Punkte. Lass mal gucken, was wir haben. Ein neues Artefakt. Vielleicht wollen wir uns das mal angucken. Wir haben zum Beispiel plus Tempo, minus Verteidigung. Die bessere Eule. Die Tonfeder. Ja, die habe ich doch schon. Ach so. Was ist er? Ja, die Steinechse. Okay. Plus Bombe. Dann kennen wir das doch alles. Ja, ist doch egal, Mann. Brauchen wir nicht. Du kannst dein Tempo jetzt mega steigern, ne? Wir haben 3 Federn. Ja. Ich wollte so gesagt haben. Ja, du bist der beste Bob. So, jetzt guck mal. Lass mal bitte gucken, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Ja, ja. Geht los. Okay, also nicht so viele Punkte sammeln. Schon mal gut. Wir müssen nur den Dino in 2 Minuten besiegen. Ja. Und 22 Säulen zerstören. Du, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, hier gibt es einen T-Rex. Du, und ich bin auch ganz ehrlich. Jede Säule, die ich sehe, die ziert eine Bombe. Hier zum Beispiel. Das ist keine Säule, das ist ein Baum. Da, die Flammenschale. Da, die... Ist das Babysprache oder was? Da! Schädel. Tatsache. Nicht schlecht. Können wir da rüber? Ja, klar. Haben wir eine Karte? Oh. Ich glaube, hier ist das Ziel, nur den da zu töten. Ich glaube, das ist der T-Rex. Alter, ich glaube, der ist nicht so ganz normal.
Der ist ein Boss. Oh. Alter, guck mal, was machen die denn? Die sterben jetzt alle mit ihm. Ja, sie sterben tatsächlich. Alter, das ist doch kein T-Rex. Aber der T-Rex macht mir ein bisschen Angst. In 2 Minuten muss er tot sein. Hast du eine Flamme ja, dann dabei? Los. Die Frage ist, was ist gegen den gut, ne? Die kriegen wir immer wieder Money. Wow! Der macht selber die Säulen kaputt. Ja, aua. Auch gut. Aua, warum fliege ich hier nur rum? Wir brauchen eine Waffe gegen den. Das ist keine. Der kriegt damit keinen Schaden. Er muss Schaden kriegen. Hier ist so ein Viereck am Boden. Hier auch ein riesiges Viereck. Ja, wir müssen... Die auslösen, Stachel, da oben. Hier, er muss nochmal reingehen. Ja, ich... hallo! Yes, baby. Yes, guck mal, gleich nochmal. Junge, wieder geschossen. Die ist aber kaputt, die Stachel, weil wir brauchen eine neue. Komm. Ja, zwei Minuten, ich sehe uns da. Ja, komm. Ja, ich laufe doch mal. Komm jetzt doch mal. Ja. Halt die Fresse, Mann. Hier ist ein Stachel-Ding. Wow, was ist mit ihm passiert? Geht der auch? Ich meine, kann er da rein? Alter, der kann plötzlich Feuer spucken. Kann er da reinlaufen, das ist dumm? Ja, mach da rauf und so, dann... Ja, dann warte, ich hol den... Jetzt kommt er. Nee, lass ihn nein. Kommen. Ja, ich... Ja, hol ihn. Warte, ich hol den Schädel. Dann hol den Typen. Ja, ich hol ihn doch schon. Lass ihn doch kommen. Der kommt nicht. Doch, der kommt. Jetzt! Jetzt! Bam! Ich bin leider tot, warum auch immer, ja, ich da jetzt ja, bin. Jeder kann das nicht. Ja, du bist in den Stachel gestorben. Ach, deine Mutter ist ja, in den Stachel gestorben. Ja, wir brauchen nochmal ein Stachelding. Jo. Komm. Ja, ich... Komm. Ja, Mann, ich bin noch... Jo. Da oben ist es nicht. Achso, hier oben ist es nicht. Hier sind Spinnen. Oh! Alter, wo kommen die plötzlich her? Ja, komm, her? Wir brauchen nur ein Stachelpad. Ja, noch einmal da. Da. Warte, wo ist der Auslöser? Hier, ich hab den Auslöser. Ja, ist gut. Jetzt nochmal. Ja, wir sind ja, so gut. 2 Minuten. Wenn das also, das waren weniger als 2 Minuten. Warte, die Aufnahme geht erst 6 Minuten. Ja, aber wann ist sie gestartet? Was? Also das Vieh sieht definitiv tot aus. Lara zeigt ihren Hintern. Ja, die Kameraeinstellung. Ich habe nur auf Totec geguckt. Guck mal, Lara zeigt irgendwas. Ja, also zeige ich auch auf dem Bildschirm, aber die Zuschauer reagieren nicht. Jetzt läuft sie einfach wieder los. Dein Ernst? Wir haben jetzt dadurch ein bisschen länger gebraucht, konnten keine Schädel mehr sammeln. Ganz ehrlich, wollen wir das Level neu starten? Ja, wollen wir es ein paar Mal neu starten. Machen wir den T-Rex jetzt mega fix und dann sammeln wir alles ein. Haben wir jetzt den T-Rex geschafft? Nein, 20 Sekunden zu spät. Nee, ach doch da! Ja. Das ist ja mega mies. Ja komm, das ist der T-Rex-Part. Den machen wir. Das ist der T-Rex-Part. Lohnt sich das? Wir kriegen eine AR-06. Das klingt wie dämonisch. Das klingt richtig Aber ganz ehrlich, stopp, wir müssen uns überlegen, was wir machen wollen. Entweder Punkte oder das andere. Wenn wir Level neu starten, kriegen wir die Belohnung nicht, glaube ich. Oder doch? Ach, was soll's. Also machen wir jetzt erstmal 2 Minuten und dann das andere, ne? Ja. Gut, dann 2 Minuten. Oh, wir sind die komischen Beschwörergeist. Wir standen ja auch noch 20 Sekunden rum und haben rumgeschakert. Ja, können wir das überspringen? Ich meine, das haben die Zuschauer gesehen. Gut. Du loggst ihn da rein? Ja, ich stehe da drauf. Ja, wir müssen ihn beide da reinloggen. Hallo. Schon auf zur Plattform. Ich habe ihn. Ja, jetzt. Ja, mach. Das tötet ihn schon. Sehr gut. Die andere war rechts, ne? Ja. Jetzt kann er plötzlich Feuer spucken. Ja. Ui, Memo. Immer Feuer. Okay, ich bin da. Ich wollte die Stacheln weg. Du loggst ihn. Sag, wenn er da ist. Hallo. Ja, willst du dir? Ja, dann. Ja, irgendwas! Ja, stehst du da noch weiter noch da rum, wenn er zu mir will? Ja, komm weiter! Nicht aufgeben! Never change! Hier, du machst die Stacheln jetzt! Du musst los! Dann hör auf, die Gegner zu töten! Mach einfach! Nein! Ja, der hat mich reingebordert! Nein! Ich weiß nicht, irgendwie war der erste Versuch besser. Guck mal, der geht auf nein. Mich! Nein! Der geht auf mich! Ja, log ihn rein. Ja, ich bin schon dabei, Mann. Ich warte nur auf dich. Meinst du, das wird was mit 2 Minuten? Oder noch kann es was werden, glaube ich. Kann jetzt mal endlich losgehen? Nee, kann das wirklich werden. Neustart. Ja, das war kacke. Wie? Neustart. Wie mach ich Neustart? So. Guck dir den Typ an, der hat viel zu lange Arme, Mann. Ja, die hätte ich gerne, ganz ehrlich. Als ich mein E-Bike bestellt habe, hatte ich zu kurze Arme. Was? Wieso? Ich habe so ein Online-Checkup gemacht und laut dem hatte ich zu kurze Arme und zu kurze Beine. Für dein E-Bike? Für meinen Oberkörper. Bin ich ein T-Rex, aber beidseitig? Also, beidseitiger T-Rex? Ja. Ich fühle mich ein bisschen, also, ne? Ja, meine Rede. Meine Rede. So, wie war das denn? Ja, lass ihn doch mal kommen jetzt. Lass ihn doch mal kommen jetzt. Ja, hab ich doch. Er kommt. Wir gehen dann nach links. Das.
Das passt auch besser mit dem Ziel. Hallo. Oh, links. Ja, ja, stimmt, links. Hier ist das nächste. Ja. Der kommt ja, wir machen das mal so, dann kommt er auch. Ich hoffe, er pullt auf dich. Ich hoffe, er pullt überhaupt. Er kommt. Hat er dich? Ja, er hat mich. Gut. Dann lock ihn mal Richtung Stachel. Hab ich jetzt. Los, ja, ich kann das nicht treffen. Ja, doch. Sehr gut. Ich sehe es zwar nicht, aber ich treffe. Sehr gut gemacht. So, jetzt. Gut, weiter geht's. Push. Los. So, jetzt. Komm her. Ist er da? Noch nicht ganz. Ist er nicht. Er hat. Er will auf dich, ne? Ja, wissen wir noch nicht. Ja, wieder. Ja. Lass ihn kurz aber erst hinter mich herchasen, weil sonst bringt's nichts. Ja. Okay, geht's allerdings. Ja, ich bin da. Okay, komm. Er kommt zu mir. Komm, Diggi. Jetzt. Oh, yeah. Der war richtig. Guck mal, der macht einen T-Rex Speedgun. Ich glaube, das. Alter, das kannst du nicht machen. Drive-by, Mann. Also, wenn er so machen wollt, ganz geht, ehrlich, der Part heißt ja wohl Speedgun T-Rex. Also, hier geil T-Rex. Müssen wir ihn aufhören, Nail it, T-Rex. Wenn wir durch den westlichen. Warum ist das so leise? Wir ihm vielleicht den Weg abschneiden. Vorsicht. Xolotl ist dafür bekannt, Fallen für seine Feinde auszulegen. Xolotl hat Fallen ausgelegt. Egal, sagt Lara, sie läuft los. Let's go. 21. Also wenn das nicht... Gib uns doch mal eine Zeit, die schwerer wäre. So, und jetzt machen wir das Level trotzdem noch starten? Ja, weil wir das hoffentlich haben. Guck mal, die anderen Schädel bleiben ja auch gespeichert. Ja. Wir gucken einfach mal. RB. Let's go. Und dann drücken wir gleich Start und gucken, ob wir das haben. Ja, vielleicht drücken wir auch Select. Ja, was auch immer. Sehr gut. Haben wir. Okay, jetzt sammeln wir alle roten Schädel und zerstören alle Säulen. Alle Säulen. Das und ist ja, dann ist der Part wahrscheinlich auch schon ziemlich Game Over. Ich meine, eine der leichteren Parts, ne? Ja, muss man auch mal so sagen. Guck mal, eine Sekunde haben wir schon gewastet, indem wir einfach darüber geredet haben. Ja. Aber let's go. Let's go. Also alle Säulen. Hier unten ist eine Säule. Ja, und die Schädel. Hier war doch ein Schädel im Wasser. Die haben wir schon. Hier war eine Säule? Hör auf. Na, weiß ich nicht. Du wolltest die Bäume sprengen, ja. Die Bäume sprengen. Ja, ist wie es ist. Nicht jeder kommt mit so einem Intellekt auf die Welt. Das sind auf jeden Fall Säulen. Die müssen weg. Ja, weg damit. So. Die Beschwörung von Tutanchamun muss ich aber nicht fünfmal sehen. So, alles, was du an Säulen siehst, sprengen. Ich habe mich gerade selber wieder gesprengt. Das war clever. Ja, ist ja kein Ding. Ja, es ist kein Ding für den King. Oh, hier ist eine Säule. Ich habe auch eine gesprengt. Ich habe auch eine gesprengt. Das ist nicht der richtige Held, Archimedes. Hier unten lang, hier unten lang. Wir wurden ja bisher noch nicht getroffen, richtig? Nee. Ist hier ein Schädel? Oh, hier werden geile Schädel bestimmt. Hier werden auch geile Säulen. Aber ist leider nicht. Da, hier muss irgendwas sein. Wieso kann der T-Rex eigentlich Feuer speien, Bob? Der ist beschworen, das Schädel, dass du den nicht gesehen hast. Ich hab eine rote Grünschwäche, Mann. Wie soll ich den sehen, Mann? Ja, wieso spiele ich das denn mit dir? Das ist ja furchtbar. Ey. Das habe ich mit Krisch gemacht. Ganz ehrlich, Krisch, wenn du dich daran erinnerst, schreib's in die Kommentare. Lass mich hoch. Hier sind zwar lustige Spiders und so, aber... Alter, hast du gerade viele Punkte geholt. Der Punkt, den die verwandt. Lass mich hoch. Das ist eine Säule. Ah, nee, der hat mich gerade durch die Gegend geworfen. Hier ist nix, oder was? Nee, raus. War ein Gag. Haha, daneben T-Rex. Haha, du kannst gar nichts, T-Rex. Haha. T-Rex. Mach die nächste. Und die nächste. Double KO. Ne, die einen Schienen zu zerfuhren. Da ist wieder. Also, wer kommt auch auf die Idee, dass Lara so sagt, ja, ich bin zwar Archäologin, aber ich spreng hier alles weg. Ich hasse Säulen. Ich mag Säulen. Wenn es alles auf der Welt gibt, was ich überhaupt nicht hasse, dann sind das tragende Säulen. Richtig kacke, Mann. Ja, am schlimmsten sind die nicht mal mehr tragen. Guck mal, hier war einer, hast du übersehen, aber ich hab. Ja, du machst das schon. 19 von 22. Ehrlich? Lass mich doch. Wow. Mach die auch weg. Sammel die Schädel hier ein. Schädel? Ja, genau. Die mach ich. Aber ganz ehrlich, das mit den Schädeln wird trotzdem eine spannende Sache. Weil so, ich meine, wir haben jetzt 7. Ich glaube, die Säulen haben. Eine fehlt. Ach, das ist doch Rick. Das ist doch auch schon. Wieso sammelst du das Leben mal? Okay. Ja, du hattest die. Hier ist die Säule. Zählt die? Ja, mach. Nein, die zählt nicht. Okay, und wir brauchen noch Schädel.
jede Menge. Ja, jede Menge. Ich glaube, da oben kam doch auch jede... Das ist Säule, und das ist auch ein Schädel. Okay. Also die Säulen haben wir, das war zu leicht. Dann gehen wir zu den Schädel wieder. Zwei Stück fehlen. Es fehlen nur zwei. Ich guck nur auf Schädel. Ich auch. Guck mal, hier oben ist einer. Ja, dann machen wir Flammenwerfer vom Spinnenhaus. Das sind Punkte. Alter, wie die Punkte einfach nur durchraddern. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht. Ich habe auch so nur 3000 Punkte. Ja, aber wie viele? Ganz ehrlich, ich gehe mal kurz Select rein. Wegen der Ziele. Wir brauchen 60.000 Punkte, um diese Waffe zu kriegen. Wenn wir die nicht kriegen, war das alles umsonst. Ja, gut, was der Dino gibt bestimmt auch ganz viele Punkte. Bist du dir ganz sicher? Das sind Schädel? So, fehlt noch einer. Fehlt noch einer. Der ist bestimmt hier unten. Oh, kann sein. Also hier haben wir einen gefunden. Hier ist keiner. Der kann doch noch rechts sein. Oder in der Mitte der Karte. Komm, wir laufen ja gerade ziemlich die Ränder ab, ne? Ja, ja, immer an der Wand lang. Das ist auch ja, ja. Mal hier hinter zum Beispiel. Könnte auch sein, aber ich glaube, da kommt man gar nicht hin. Ich soll mal noch nicht hinkommen. Doch, kann man nicht. Ne, kann man nicht hin. Soll man. So. Dann lassen wir hier rechts laufen lang. Mhm. Sonst ist er in der Mitte der Karte. Ja. Hier waren wir ja auch schon. Ja, ja. Gut, ich würde sagen, wenn ich das mir so angucke. Der T-Rex auch so oder die Zoologen-Gegner so, ey, die verarschen uns doch, die laufen jetzt. Ja, haben wir, gut, alles klar. Wir haben alle Schädel, jetzt töten wir den T-Rex. Ja, jetzt musst du noch ein paar Punkte machen. Ja, das ist hier. Brauchst du Punkte nicht. Achso, jetzt musst du noch ein paar Punkte machen, du brauchst die Punkte. Der Randomizer hat zugeschlagen. Ja, jetzt hier, du musst noch. Ja, lock ihn doch noch auf. Ja, mach ich doch. Hallo! Komm mal her. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist erst den rechten Mann. Da sind noch Gegner. Die Punkte! Punkte. Ja, ja. Ich lasse das jetzt mal so, damit du die Punkte machen kannst. Ja, weiß ich nicht, weil eigentlich kriegen wir beide die Waffe, die wir haben wollen. Ja, die kriegen wir ja beide. Nee, damit sie 30 nein. Haben wir geschafft. Ja, wir brauchen 60. Ja. Oh. Oh, doppelt so viel. Oh, oh, oh. Ja, du mach bist der mir? Dann mach du's. Daneben. So, das Papier. Ich glaube, es war cool. Ich glaube, es ist so, jetzt. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Schade. War nice try. War irgendwo war es nicht schlecht. Aber auch irgendwo echt nicht. Also gut. Ich sag mal ehrlich. Folgst du jetzt dir oder mir? Der, ich glaube, der will dir hinterher. Ja, dann musst du das wieder auslösen. Ich will Login weg, Von der Druckplatte. Hallo! Der will doch. Naja, guck mal hier. Ja, dann lock ihn doch auf die andere Seite von der Druckplatte. Wer will denn zum kleinen Bob? Ich bin zum kleinen Bob. Ja, aber er kann es nicht. Ja, komm mal, ich mach das für dich. Du kannst es wieder nicht. Er kann es nicht. Peng. Wir müssen das auslösen. Er kann sich ja gar nicht mehr. Er ist stuck. Tatsache, er war echt stuck. Ja, wo kommt er denn jetzt? Leben mit Geschwisterkindern, kennt ihr es? Ja, schmeiß noch ein bisschen. Ja, du musst das jetzt machen! Ja, ich jetzt? Ja, er folgt doch mir! Zum Glück haben wir keinen 2 Minuten Zeitlimit. Er folgt doch mir! Ja, ich bin bereit. So, dann lenk ihn mal. Ja, mach ich. Nicht. Ja, Lolo? Nein? Ja? Meine Güte, zum Glück hat Zoloten da viele Fallen hingestellt. Haben wir ein paar Punkte drauf? Keine Ahnung, ich kenne keine Entwicklung. Alter, ich krieg hier voll auf den Maul, weil ich die ganze Zeit die Punkte klar machen will. Oh Mann, Bob! Ja, ja, machst du super. Gut, hier unten noch einer. Ja, das war ja die leichteste. Ja, also die Frage ist halt echt, bringt er jetzt hart EP oder nicht? Naja, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Ja, gut, dann müssen die alle tun. Da, der hat 3000 gebracht. Ja, aber 3000 plus 42.000 sind 45.000. Gab's?
Natürlich hat er mich noch gehabst, Mann. Ist das gut, wenn er dich hat? Nee. Du, hä? Ich weiß auch nicht. Du hast die Gegner-Dinger eingesammelt. Ja, waren Gegner-Dinger. Ich hab die aber auch nicht gesehen. Ich hab die auch nicht gesehen. Die waren quasi unsichtbar. Tut mir leid. Okay, hast du jetzt die Akku? Ja. Gibt's da oben noch Spiel? Dann log ihn rein. Ja, nicht so. Er hat uns wieder reingelegt. Du hast gesagt, er gibt DGP. Wenn der es nicht DGP gibt, ne? Ja, also dann ist diese Überlänge fast umsonst. Ist Überlänge? Nee, eigentlich ist Part Ende. Sobald er innerhalb ihrer Mauern ist, können wir ihn nicht mehr besiegen. Der T-Rex Guide Part. Dann müssen wir ihn aufhalten. Wenn wir durch den westlichen Tempel gehen, können wir ihm vielleicht den Weg abschneiden. Vorsicht! Xolotl ist dafür bekannt, Fallen für seine Feinde auszulegen. Aber muss man dann echt doof rumlaufen und nur auf Gegner warten und hoffen? Anscheinend. Ja, die Frage ist ja, brauchen wir die AR06? Nein, wir wollen das Spiel möglichst schwer für uns haben. Ja, richtig. Deswegen, und ich würde halt sagen, es ist halt zu leicht, jetzt hier 60.000 Punkte zu holen. Das machen wir natürlich nicht. Das ist zu leicht, deswegen geht es im nächsten Part weiter. Genau. Reinhauen. Der heißt Lara Croft. Und der Guardian of Light, Mann. Bei den Chilling Gamer. Mit dem Bob. Und dem Bib. Und den Krieg. Euren Kommentaren. Und dem Abonnentenknopf. Ja. Ja. Wir wollen den Kanal ausbauen. Jo, bis denn. Ciao. Top.